Leute, hier im Part 28 von meinem kleinen Risen Let's Play. Ich lege jetzt weiter los und es bahnt sich Großes an. Ich habe verschiedene Dinge vor. Das erste ist, ich habe keine Lust mehr auf die Stadt, jetzt jedenfalls im Moment. Ich werde jetzt erstmal rausgehen. Mal gucken, ob ich es überlebe. Ich habe ihn. Spaß für ihn. Ich habe Idiot als Achievement bekommen. Ja, nee, ich habe das eben ausprobiert. Ich habe das eben geschafft. Jetzt habe ich es nicht geschafft. Ich bin auch jetzt anders gesprungen. Ich möchte jetzt erstmal wieder rüber zum Don gehen, ins Banditenlager, um noch ein paar Quests da abzuschließen, um einfach die Erfahrungspunkte zu bekommen. Erfahrungspunkte sind halt hier sehr, sehr wichtig. Und wir sind ja relativ früh abgezischt. Schon wieder nicht geschafft. Okay, ich bin das letzte Mal hier runtergesprungen. Also ich habe das getestet, wo ihr nicht dabei wart. Ich bin da runtergesprungen und bin genau auf dieser Treppe hier aufgekommen. Ich glaube, das fand er ganz gut. Auf dem Erdboden wird er wahrscheinlich umknicken und deswegen stirbt er. So, oh ja, genau. So, hier bin ich... Hier bin ich aufgekommen. Oh ja, das ist gut. Bisschen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wieso klappt's denn jetzt nicht? Ich hab's eben beim ersten Mal geschafft. Ich dachte so, ach, das ist gar kein Problem. Na gut. Okay, also wenn ich das jetzt nicht schaffe hier, dann muss ich halt gucken, wie ich's mache. Vielleicht ist er hier drüben irgendwo. Bessere. Die Geschichte ist die. Wenn ich jetzt hier runter springe, springe ich genau diesen weißen Verrückten in die Hände. Ah, vielleicht hier drüben. Ja. Und hopp. Das ist gut. Das ist gut. Aber. So. Mal gucken. Ich schleiche. Was machst du hier? Du gehörst nicht zu uns. Schnell weg. Wenn die mich erwischen, dann zacken die mich ein. Sumpfkraut mitgenommen. Irgendwann erwische ich dich. Und weg. Da müssen wir jetzt weg. Bleib stehen. Ich kann jetzt nicht stehen bleiben. Hier sind überall coole Sachen, die ich am liebsten wegsnacken würde. Die Geier und so. Aber... Okay. Oh. Also, jetzt sind wir raus. Wir kommen auch wieder rein in die Hafenstadt. Das, da möchte ich. Oh, oh, oh. Wieso sind die denn so heftig? Das Dingo. Oh, jetzt kommt da noch so ein Weasel. Ja. Okay. Da muss man jetzt erstmal einen Trank trinken. Oh, so viele Gegner. Aber was wir hier schön sehen ist, dass es nicht so ist wie bei irgendwelchen anderen Spielen. Die Gegner warten nicht darauf, dass es fair wird. Also wie bei meinetwegen jetzt... Oh, ich nehme nochmal einen Trank. Wie bei Assassin's Creed zum Beispiel, dass du dann von 5 Leuten umringt bist und nur einer greift an. Okay, ich muss jetzt hier... Ich muss jetzt hier mal... Oh ja. Oh! Oh, ich bin so behindert. Alter, ist da noch ein hungriger Wolf, der ist eigentlich gar nicht so stark. Jawohl. Das sind so viele Gegner, ich kann die ja mittlerweile aus der Hüfte schon abknallen. Okay. Ah. Jetzt essen wir erstmal ein ordentliches Steak und Hühnerbollen, ja.
So. Mal schauen. Dafür habe ich mir die Armbrust geholt. Damit kriege ich die jetzt auch schön nach und nach weg. Ja. Weil die Gegner holen wir uns schon. Wie gesagt, es geht ja jetzt im Moment darum, nochmal an Erfahrungspunkte zu kommen, Geld und so weiter. Ja. Das könnten wir theoretisch auch noch verbessern. So die Armbrust, dann lädt er auch schneller nach. Und das ist jetzt gerade im Moment für mich eine sichere Sache hier. So. Heieiei, das war ja aber schon wieder ein turbulenter Auftakt hier. Aber das gehört alles dazu. Ist hier eigentlich. Ja, ich glaube, die Kreaturen bekommen wieder Lebensenergie dazu, wenn sie aus dem Kampf raus sind. Also ich weiß, ich habe schon mal größere Kämpfe gemacht und dann habe ich gespeichert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es vielleicht auf Gothic 3 war. Und dann, also alle Gegner, die Lebensenergie verloren hatten, die waren die tot waren, waren auf jeden Fall weg. Hier sind Bolzen, schön. Aber die nur Lebensenergie verloren hatten, die waren wieder voll. Jeder, der es vielleicht nicht noch daran erinnert, Gothic 3 mit, wenn man so eine Stadt hat, versucht hat zu befreien. Und die Rebellen sind einfach nicht mitgekommen, da musste man dann alleine diese ganze Stadt auseinandernehmen. Und da habe ich das sehr oft so gemacht, dass ich dann echt angegriffen habe. Hab 2-3 Orks getötet, bis sie dann zu viel wurden. Und hab gespeichert, bin erstmal weggerannt. Also so eine Stadträumung dauert dann auch einen Moment. Es sind ja teilweise 50 Orks drin, das weiß ich. So, hier ist noch ein Schwein. Ja, also alle, die Gothic 1 gespielt haben, die wissen jetzt, warum ich hier so spiele, wie ich es jetzt tue. Nämlich alles hier mitnehme, weil man braucht einfach jeden Erfahrungspunkt in Gothic 1, um irgendwas auf den Haufen zu kriegen. Und man nimmt auch so ziemlich alle Tiere mit, und bei Gothic 1 war es auch noch so, wenn ich mich richtig entsinne, dass ab gewissen Levelabschnitten, also wenn du Kapitel geschafft hast, dass die Gegner wieder aufgepoppt sind oder neue dazugekommen sind. Und dementsprechend war es ganz gut, wenn du schon halt große Bereiche entvölkert hast. Und dann kommst du halt in irgendeinen Bereich und oder im Levelabschnitt und oder Spielabschnitt, und dann bekommst du wieder neue Gegner. Boah. Ja, das war schon eine schöne Sache. So, aber wir werden jetzt auf jeden Fall hier nur noch die eine Stachelratte mitnehmen, und dann gehen wir wieder mal weiter in den Sumpf. So. Weil jetzt haben wir auch ein bisschen Erfahrungspunkte gemacht, nochmal so ein bisschen aufgestiegen, haben eine Rüstung, haben eine bessere Ausrüstung. Und es sind noch so ein paar Sachen offen, die ich schon gerne erledigen würde. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass ich Probleme mit dem Hals habe. Mir fällt es jetzt, dadurch, dass ich jetzt wieder mehr spreche hier in der Aufnahme. Es ist jetzt seit dieser letzten Aufnahme jetzt 5 Tage vergangen oder so. Fällt mir auf, dass es wieder langsam losgeht. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mal zum Arzt gehen soll.
Heieiei. Ist alles so kompliziert. Oh. Ich bin gerade am überlegen, ob es im Sumpflager Bolzen gibt. Aber müsste eigentlich, ich glaube, da gibt es eher Armbrüste als alles andere. Sag dir mal, haben wir die alle links liegen lassen oder warum sind hier so viele Gegner? Mein Gott, wie habe ich denn diese Seegeier überlebt, als ich hier noch nicht diese Ausrüstung anhatte? Wahrscheinlich habe ich sie gar nicht überlebt. Ich bin einfach vorbeigerannt. Ja. Und hopp. So. Ja, er ist immer noch hier. Echt was? Nix. Warte mal, gab's hier ein Bett drin? Nö. Dann schlafe ich im Banditenlager eine Runde. Da werde ich sicher ein Bett klauen können. Auf dem Hof hätte ich jetzt auch schlafen können, aber naja. Mal gucken, Orientierung. Ich glaube, hier drüben ist ja, da drüben ist der Tempel. Von der weißen Gesellschaft. So. Ja, hier sollten wir ja die Stahlteile finden und so weiter. Die Sache ist die. Ja. Ja. Yeah. Das Mistvieh ist hinüber. Hast du recht. Die Sache ist die, wir, auch wenn wir hier helfen und so weiter, bekommen wir, werden wir noch nicht in die Gruppe aufgenommen. Das passiert dann immer ganz am Ende in der Hafenstadt erst. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was tun. So, ich lege mich aber jetzt erstmal hin. Mal gucken, ob ich irgendwo rotzfrech hier unterkomme. Ja, schön. Fass bloß nichts an. Nee. So, also, was ich jetzt auf jeden Fall als erstes vorhab, wir hatten den Auftrag, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, weil ich jetzt so überlege, warum gucken hier, Vulkanfestung, Banditenlager, die Arbeiter sollen wieder arbeiten. Verbotene Spiele. Wetten eingehen um Gold. Okay, goldene Bruchstücke für Oscar. Die besten Kämpfer des Banditenlagers. Okay, Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, arbeiten jetzt nicht alle Arbeiter wieder? Ich spreche mal mit dem Vogel hier. Was gibt's? Okay. Raten wir erstmal ein. Wer arbeitet denn noch nicht? Lecker. Craig? Ah, genau. Ich will kämpfen, genau. Ich will spielen. Geld zu verdienen. Ich werde dich in der Arena besiegen. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst. Abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. No. Okay. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut, triff mich in der Arena. Jawohl. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Jo. Möge der Bessere gewinnen. Ja, ist nochmal eine schöne Möglichkeit, um Kämpfen zu üben, bisschen Geld zu verdienen und vor allem halt auch die Gegenstände, die der hat, an sich zu nehmen.
um auch wieder Geld zu verdienen. So, kurz speichern. So. Los, lass es uns ausdrehen. Ja. Jawohl. Ja. 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 Ups. Jetzt war ich zu vorschnell. Super. Bogen, alles dabei. Tipptopp. Hab nicht viel verloren. Und das Bruchstück habe ich auch. Wunderbar. Das, wir sollen nämlich das Bruchstücke von einem goldenen Schwert für den Don finden. Was ist das denn? Das Süße. Ein Totenschädel. Ein Süßer. So. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ja, ja. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Was? Ich möchte mehr Gold. Erinnert euch sicher an Broga, das Arschloch? Den muss ich auf jeden Fall auch besiegen. Kämpft euer Anführer Broga auch in der Arena? Das solltest du lieber nicht fragen, Junge. Allein die Frage würde ihn schon aufregen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Wieso? Weil du dich besser nicht mit ihm anlegst. Nicht einmal bei einem harmlosen Wettkampf in unserer Arena, verstehst du? So, so. Na gut. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ja. Stärke und Schwert, na gut. Das wollen wir nicht. Ich schwätze jetzt nochmal mit dem Broga. Vielleicht hatte ich noch irgendeinen Auftrag nicht abgegeben. Und wir haben auf jeden Fall nochmal ein Schwertteil, was normalerweise, keine Ahnung, 50 oder 100 Goldstücke kostet, das ist uns gut. Du treibst Schutzgeld ein? Psst, nicht so laut, du Idiot. Muss ja keiner wissen. Ah, Schutzgeld, genau. Auf die Leute, die das Schutzgeld bezahlen sollen. Das kann dir doch egal sein. Na gut. Also, Schutzgeld, nur zur Erinnerung. Er hat jemand ausgesandt, der das Schutzgeld eintreiben soll, mit einer Liste. Dieser junge Mann ist irgendwo hier hinten im Sumpf verschwunden. Und da werden wir jetzt gleich mal nachgucken. Luis, das ist der alte Säufer, hier hinten muss er irgendwo sein. Da hinten ist ein Eingang, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drin war. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Stelle, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja doch, ich glaube, ich habe es schon mal versucht und bin kläglich gescheitert. Diese Grabmotten sind echt nicht ohne. Also das sind echt Sumpffliegen in Böse. So. Jetzt habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, mal gucken. Oh, ich stehe aber zu tief hier. Jawohl, sehr schön. Am besten sind die da wirklich in dem Stollen zu bekämpfen. Jawohl. Ah, läuft gut. Läuft aber gut. Weil in dem Stollen, da kommt immer nur einer an dich dran, so wie es aber jetzt hier auch ist. Wunderbar, Leute. Optimal gelaufen. Hier gibt es noch Flügel, alles mitzunehmen. Immer plündern, wie gesagt. Das ist kein amerikanisches Spiel, wo euch das Geld in den Rachen geschmissen wird. Hier muss man schon aufpassen. Erstmal nochmal. Oh, ich kann mal die restlichen Lebenspunkte mit einem Apfel. Ah, habt ihr gesehen? Ich habe jetzt Stärke plus 1 bekommen. Wegen Apfel. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir zum ersten Mal in die Höhle rein. Das ist nämlich dieses wunderbare Level-Design von. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Von. Wissen. Was auch zum Beispiel bei Dark Souls so ist. Das Spiel sagt dir nicht, du kannst da nicht hingehen, sondern es zeigt dir das anhand der Gegner, dass es schwierig ist. Aber man kann es trotzdem schaffen, wenn man leidensfähig ist. Jawohl, rechtzeitig abgeblockt. Ja. Aber ich merke schon, Grabmotten sind jetzt nicht mehr so... nicht mehr ganz so schwer. Ich habe die anderen Grabmotten in den anderen Durchgängen meistens relativ früh gemacht und dementsprechend
sind die natürlich viel anstrengender. So, die Nautili hier brauchen wir. Da kann man irgendeinen Zauber mitmachen. Wir wollen ja zaubern. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Material. So, ein... Oh, der hat sogar ein Bruchstück vom Schwert. Der hat die Liste. Eine Sichel. Da gucken wir gleich mal. Oh. Das war gut. Eine gute Truhe. Den Fleisch müssen wir noch mal braten. Riecht schon mal nicht schlecht. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Liste an. Muss ich noch abkassieren? Okay. Robert, Opel, Louis, Hawkins, Enrico, Dwight, Doug, Danny und Oscar. Okay. Das sind die Leute, die wir jetzt abkassieren, aber bevor wir die abkassieren, gehen wir erstmal nochmal zum Proger. Ich glaube, der muss uns den Auftrag erst erteilen. Macht er natürlich, weil er ein arbeitsscheues, faules Schwein ist. Gut, aber was jetzt hier hinten in der Höhle auf uns lauert, das werden wir dann später erkunden im nächsten Part von Risen. Seid dabei und bleibt auf meinem Kanal. Es bahnen sich große Dinge an. Macht's gut, Leute. Ciao.